Moin Moin und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Uncharted 4. Wir legen direkt los und stehen immer noch auf der Hohle, um Henry Averys Grab zu finden, also von dem berühmten Piraten. Ich hoffe mal, dass wir den finden. Müssen wir mal schauen. Gut, los geht's, gehen wir da mal rein. Diese Schorleinschweine waren direkt neben der Höhle. Ja, aber wir sind wohl die Ersten hier drin. Ah, es sieht alles fantastisch aus hier drin. Wo ist er denn hergekommen? Hat er eine Abkürzung gefunden? Affe. Komm, hier durch. Ja, dadurch. Zum Glück habe ich nur leicht gefrühstückt. Na, die beiden, als ob die ein Gramm Fett am Körper haben, oder? Na klar. Steinstufen, na klar. Nathan, ich glaube, wir sind in einer Piratenhöhle. Guck mal. Wir schauen mal. Oh, ist das eine Tür? Wo es hinführt. Sieht ganz danach aus. Oh, ein Schlüssel. Oder eine Art. Sieh dir das an. Mechanismus. Etwas glitschig. Hier drin ist ein Griff oder sowas. Na dann zieh mal dran. Was? Und wenn es eine Falle ist? Du bist doch schon drin. Was kann denn schon passieren? Hack den Arm ab. Ich verliere meine Hand. Dann kriegst du einen Haken. Jetzt zieh dran. Haken. Okay, dann mal los. Ernsthaft? Hallo. Interessante Einrichtung. Auf jeden Fall. Wer würdig ist, den erwartet das Paradies. Wer unwürdig ist, für den wird das Schicksal fies. Tja, ich nehme an, Avery war ein besserer Pirat als Dichter. Das ist nicht von Avery. Was meinst du? Was denn? Hier. Das ist der Rhode Island Pirat. Thomas Two? Ja, aber er kann es nicht sein. Ich meine, das ist zwar sein Siegel, aber Two starb beim Angriff derselben Schatzflotte wie Avery. Ja, zumindest heißt es so in den Geschichten. Ist er wahrscheinlich auch nicht Falls tot. Falls das wirklich Two's Zeichen ist. Was hat er dann mit all dem hier zu tun? Eine verdammt gute Frage. Okay, schauen wir mal. Wer würdig ist? Das können wir uns aufzeichnen. Was glaubst du, wer diese Typen sind? Die unwürdig sind, denke ich. Ich glaube, Avery oder Thomas Two will uns nur Angst machen. Zum Glück sind wir knallharte Schatzsucher. Mal reingucken, was wir da aufgeschrieben Zum Glück. Haben. Achso, hat er nur zugeschrieben, okay. Also da, na, wer würdig ist, den erwartet das. Okay. Dann, weiß ich auch nicht. Und von da. Lass uns mal kurz gucken. Ja, hinten rumgehen. Ja. Na gut. Die Brücke wirkt so sicher wie die anderen. Bis jetzt hat sie gehalten. Wow! Okay. Oh, schon okay. Sie hält. Los! Ja, für mich hält sie. Man weiß, ob dein Bruder es auch schafft. Ich bin kurz hier oben rauf und gucken, wo es hingeht. Diese Brücken sind nicht vorschriftsmäßig gebaut. Aber klar doch. Ja, das kann man hier machen. Piratenvorschriften. Okay. So. Hier geht's auch noch hoch. Also man hätte ja schon selber mal Lust, sowas zu erforschen, oder? Ein bisschen da rumrennen. Okay. Oh! Shit. Das war dumm. Also zurückgehen wir nicht da lang. Wenigstens sind wir nicht in eine Grube gefallen oder so. Oh, das sieht auch imposant aus.
Oder? Das ist raffiniert. Kann man wohl sagen. Aber wirklich? Hier was einstellen? Nee. Hier ist ein... Noch ein Hebel. Ein Hebel. Ja, ich zieh nur schnell die Hand. Naja, aber er ist ja gestorben dabei, wie man sieht. Himmel. Ein ziemlich ausgeklügelter Test. Prüfung. Ja. Und der Typ hat wohl nicht bestanden. Definitiv nicht. Machen wir es besser. Okay, was ist das denn hier? Ist ein Eimer da unten drin. Da ist etwas. Ein Eimer. Okay. Okay, füllen wir den Eimer mal. Am besten mit Flüssigkeit. Oder bin ich verkehrt? Ah. Ah, okay. Eimer voll. Gut, gib ihn mir hoch. Aber komm sofort. Bitte schön. Vorsichtig, lass ihn nicht fallen. Dann bin ich nämlich nass. Ich stell ihn zurück auf das große Rad. Okay, dann ist da Wasser drin. Hey, mal sehen, wofür die Räder sind. Ach, guck mal, ja, wahrscheinlich müssen die Kreuze in die Räder. Welche Kreuze wohin sollen, okay, wissen wir nicht. Ich glaube, ich weiß, was hier los ist. Ist da was mit den drei Kreuzen? Ja, das sind Jesus, unser guter Dieb Dismas und der böse Dieb Gestas. Dann ist das weiße Kreuz Dismas. Und das schwarze ist Gestas. Okay. Gut. Okay, mal gucken. Also Jesus. Ah, okay, so ein Ding ist das. Okay. Warte, müssen wir... Lass mal los. Wir müssen wahrscheinlich an diesem hier drehen. Aber um den hier hinzubekommen, müssen wir wahrscheinlich den erstmal darüber haben. Warte mal. So. Den holen wir mal kurz hier runter. Komm, los das. Nehmen wir ihn. Das Wasser muss wahrscheinlich nach da oben, ne? Gut, und dann müssen wir das weiße Kreuz, was ganz oben ist, hier. Müssen wir irgendwie runtergekommen. Hey, oben hat sich was bewegt, als du den Eimer draufgestellt hast. Der Kanal verläuft vom Mechanismus zur Tür. Okay, warte. Okay. Eimer oben ist also gut. Lass ihn da. Na, guck mal. Und da müsste man natürlich... Ne, warte mal. So, warte mal. Dann machen wir... Den dahin. Den dahin. Und die? So, oder? Okay, das muss es sein. Finden wir es raus. Ich würde auch sagen, dass es sein muss. Ziehst du dann am Hebel? Oh, ich ziehe am Hebel, kein Problem. Diese Ehre will ich dir auf keinen Fall nehmen. Los geht's. Oh, oh. Hey, Simon, passt es? Ist doch das Wasser da längs? Hey, siehst du? Ein Nate-Gulasch, kein Nate am Spieß. Cool. Wenn, oh, warte. Das also ziehen wir, malen wir auf. Was wurde dann genau getestet? Einen Eimer füllen? Man musste vom heiligen Dismas wissen, über den Avery und seine Mannschaft bestimmt alles wussten. Ja, hier längs. Kein allzu schwerer Test. Vielleicht ist das nicht der einzige. Okay. Naja, wie man schon wissen kann, ist es natürlich so, wenn wir die Tests geschafft haben, kommen wahrscheinlich die Bösen. Dieser Ravy, oder Ray, wie er heißt. Wir werden uns das alles wegnehmen. Wollen wir mal sehen. Da ist ein Enterhaken. Um wohin zu kommen? Ah, gucken wir gleich mal. Ich guck mal, ob es hier weitergeht. Okay, dann brauchen wir einen Enterhaken. Dann müssen wir da runter. Alter, da sind wir fast am Kopf gesprungen, Waffe. Na gut. Komm hier, mach mal Räuberleiter. Ich helf dir hoch. Ich komme. Okay. Wir müssen bestimmt hoch zur kaputten Brücke.
Gute Idee. Suchen wir einen Weg hoch. Ah. Soll ich da raufklettern, dann kann ich da hochkommen, oder was? Wo muss ich denn längst springen? Von da? Oder er ist jetzt darüber gekommen. Ich komme wahrscheinlich nicht rüber, oder? Nee. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich diesen Wagen darüber schieben. Sonst klappt das nicht. Behaupte ich mal. Wir schieben ihn da vorne hin, okay. Muss ich hier rüber? Hier nach! Er ist aber da in die Höhle rein. Wie kommt der rein? Achso, geht auch da oben längs. Okay. Die machen es einem echt nicht leicht, oder? Es war bestimmt leichter, als die Brücken und Stege noch nicht kaputt waren. Wir sind wohl ein paar Jahrhunderte zu spät dran. So. Mal sehen, was hier drin ist. Okay, schauen wir mal. Hey, die Decke hier ist niedrig. Pass auf deinen Au! Ja, ich passe auf meinen Au. Echt jetzt? Ich sehe hier ein Licht. Oh, Katakomben. Oh, das ist logisch. Unter einer Kathedrale. Ratten. Geht's weiter. Ich höre das Stimmen. Hey, warte. Hör mal. Was Erwähnenswertes von den Schlafsälen? Nichts, abgesehen von ein paar Grabsteinen mit klugen Sprüchen. Und die Grabungen am Kapitelsaal? Abgeschlossen, Ma'am. Im Nordwesten haben wir auch alles aufgegraben. Was ist mit dem südlichen Gebiet? Noch nicht. Es dauert einen Tag, den Kran dahin zu schaffen. Nadine? Dann tun Sie das. Und fangen Sie schon mal ohne Kran an. Ich werde sofort ein paar Männer hinschicken. Gut. Rafe, hattest du Glück mit dem Manuskript? Können wir kurz reden? Machen Sie Meldung. Ja, Ma'am. Hast du gehört? Da ist ein kompletter Anbau unter der Kathedrale. Hab ich. Hast du ihn gesehen? Nein. Wieso? Weil nicht mehr viel übrig war, nachdem sie ihn entdeckt hatten. Meine Männer waren etwas unbekümmert. Sie sind wie 100 bewaffnete Elefanten im Porzellanladen. Aber sie haben in 2 Tagen größere Fortschritte gemacht als wir in Monaten. Fortschritte? Schutt bringt mir nichts. Okay. Okay. Danke. Ich sag Ihnen, Sie sollen dich warnen, bevor Sie den Vorschlaghammer rausholen. Oder Sie halten sich zurück, bis ich die Hinweise untersucht habe, die Sie noch nicht in die Luft gejagt haben. Nein, wir können nicht noch länger untätig rumsitzen. Bei allem Respekt. Ich glaube, ich kenne mich in diesen Dingen etwas besser aus als du. Wir haben deine Art versucht. Blödsinn. Du wolltest hier alles von Anfang an platt machen. Nein! Ich wollte das Kreuz stehlen, lange bevor es in die Auktion gelangt ist. Dieselbe Auktion, zu der ich meine Männer nicht mitnehmen durfte für den Fall der Fälle. Die Auktion war die sauberste Art, aber das Kreuz zu bekommen. Aber statt auf mein Bauchgefühl habe ich auf dich gehört. Und jetzt haben wir Konkurrenz. Na, ich hatte doch nicht mit ihm gerechnet. Oder vielleicht wolltest du ihn hervorlocken. Wieso zum Teufel sollte ich das tun? Weil du glaubst, dass du ihn brauchst. Vielleicht stimmt das. Der Punkt ist... Ich bin die saubere Tour leid. Ist der Schatz hier, finden wir ihn. Und wenn nicht, tja. Vielleicht soll es einfach nicht sein. Hey. Nimm's nicht persönlich. Na klar. Ich sag dir Bescheid, falls wir was finden. Oh,
Da ist jemand angepisst. Halten wir uns lieber ran, bevor die den Schatz in Stücke sprengen. Oder anfangen rumzuknutschen. Hey, warte. Glaubst du, sie hatte recht? Womit? Dass Rafe dich hervorlocken wollte. Solange er nicht die Oberhand gewinnt, wen juckt? Ist doch unwichtig. So, weiter geht's. Von welchem Anbau die wohl gesprochen haben? Es muss eine Seitenkammer sein, denn außer uns ist hier niemand. Okay. Da geht's auch weiter, oder? Hier geht's auch weiter, oder? Da ist ja nichts mehr. Also es ist cool, dass man alles mögliche entdecken kann, aber leider nichts drin ist, ne? Also sieht das auch cool aus. Ja, nur das Ding hier. Juhu! Okay. Na, ja, komm mal hier so hoch. Da müssen wir uns schon gegenseitig helfen irgendwie. Komm mal her, helfen wir mal. Ja, etwas zu hoch zum Springen, wenn man kein Trampolin hat. Das steht noch in meinem Garten. Ach, Mist. Halt, du besitzt ein Trampolin? Schön wär's. Okay, wie kommt man denn da hin? Hier, darum ist eine Kiste, ja. Wie kommt man da irgendwie hin? Aber wie, ist die Frage. Da drüben, ne? Da müsste man aber hier durch die Wand kommen. Ah, guck mal da. Da hinten ist ein Pfad. Mal so machen. Sich ein bisschen runterlassen. Und dann schwingen. Geht ja auch. So, ich hol mal die Kiste, Junge. Die Kiste. So, hoch da. Ah, der Drake hat's drauf. Warte. Eine Kiste unterwegs. Danke, guter Mann. Ist auch klar, dass auch noch so eine Kiste rumsteht irgendwo, ne? Okay, da geht's links. Gehen wir jetzt mal hier durch. Ja. Wir nähern uns definitiv der Kathedrale. Oder dem, was übrig ist. Also, das ist viel raffinierter, als ich erwartet. Hier gibt's einen Weg. Und es gibt aber hier auch einen Weg anscheinend, ne? Dafür haben die Jahre gebraucht. Schickes Versteck für die 400 Millionen Scheine. Obwohl, da müssen wir wahrscheinlich nicht längs gerade, oder? Sind wir von da nicht gekommen? Ich glaube, von da sind wir gekommen. Wir sind hinten rumgelaufen, oder? Oh, ich glaube schon, wir gehen jetzt hier los. Du. Brücke kaputt. Oh. Suchen wir einen anderen Weg. Natürlich suchen wir einen anderen Weg. Wird schon schief gehen. Zum Glück bist du nicht schwerer als die Kiste. Okay. Geschafft. Was ist der Plan? Ich arbeite noch dran. Wir hängen unsere Seile daran. Das geht. Du bist da vorne hinschieben vielleicht? Oh, ist zurück weg. Das geht, ne? Sind eh nur Übergangslöser. Ach, guck mal, wie er da längst jumpt. Der gute Mann. Hier geht es nicht durch. Und hier geht's hoch. Ah, es gibt verschiedene Wege. Wir benutzen diesen. Hier. Wo kommen wir hin? Sieh mal an. Wenn hier nicht alles auseinanderfallen würde, säßen wir wohl wieder fest. Nathan, zieh dich um. Heilige Scheiße. Das geht ganz das war wohl noch ein Test, aber
Alles ist ins Meer gestürzt. Tja, kommen wir jetzt der Test rüber, heißt jetzt wohl, wie zum Teufel kommen wir rüber? Ja, wie kommen wir da rüber? Das ist wirklich eine gute Frage. Da ist ja so ein Holzblock da. Naja, runter können wir ja auf jeden Fall hier hin. So. Oh, hier liegt jemand. Na, gucken, was der drin hat. Mal lesen. Es sei gesagt, dass ich, Thomas Howard, Kapitän der Dauntless, ein leichtgläubiger Narr bin. Sie sagen alles über den Kreuz. Eine kryptische Nachricht meines alten Landmannes mit vagen Versprechungen des Paradieses. Ich war skeptisch, aber der Gedanke daran, den Rest meines Lebens zu Hause zu verbringen, um mich zu fragen, was hätte sein können, war einfach zu viel. Und einen Brief vom König der Piraten ignoriert man nicht. Ich habe es überlebt, an der Küste Madagaskars ausgesetzt zu werden. Ich habe den Angriff des Ostindienfahrers Pembroke überlebt. Aber das hier werde ich nicht überleben. Mein Bein ist gebrochen und meine Crew zu feige, einen Fuß in diese gottverdammten Höhlen zu setzen. Hört meine Hilferufe nicht. Wer hätte gedacht, dass meine Taten mich hierher bringen würden, um einen unehrenhaften Tod fern von zu Hause zu sterben. Möge Gott persönlich dich verfluchen, Henry Avery, und möge mein Geist dich für den Rest deines Lebens heimsuchen. Gut zu wissen. Gut, wir müssen auf jeden Fall hier rüber. Dieses super sicher aussehende Holzwippending könnte helfen. Versuchen wir es. Okay. Wird schon schief gehen. Okay. Muss er mit drauf wahrscheinlich, ne? Ah, okay, ich hab's schon gesehen. Nein, das schafft man nicht. Ich baller nochmal kurz in die Luft. Wie dumm. Hauptsache, ich baller nochmal in die Luft. Okay. Wie machen wir das? Okay. So. Wird schon schief gehen. Ja, wir müssen aber darüber. Man kann ja sehen, dass man sich da festhalten kann. Aber so einfach ist es, da muss ich irgendwas runterziehen vielleicht. Oder vielleicht da hinten hoch, warte mal. Nathan, halt! Das geht nicht, du bist zu niedrig. Ich drücke es runter. Los. Okay, das geht. Ich gleich machen könnte, Affe. Okay. Gut. Und ich? Ständig. Zieh mich um. Hier ist eine fette Kiste. Ich schiebe mal runter. Okay, ich habe hier ein Gewicht für die Wippe. Als ich? Das bezweifle ich. Ja, ja. Sieht denn die Luft aus? Na also. Er kommt gleich direkt da hoch. Und hey, super auch. Sprung. Oh, Mist. Das muss nicht sein, oder? Eieieiei. Ich hab dich. Er hat aber auch immer so ein Pech zwischendurch. Ein weiterer Test erledigt. Im Moment wäre mir ja eine Todesfalle lieber. Im Moment hoffe ich, dass wir es mal geschafft haben. Okay, die Statuen sind jetzt aber übertrieben. Aber echt, wer dekoriert die Stelle für einen Schatz? Oder baut ausgefeilte Tests? Ach, guck mal, hier ist hier so eine Tür. Pass mal rein. Wir sind mutig. Daran gewöhne ich mich nie. Wieder ein Kreuz. Zumindest sind diesmal Edelsteine drin, was? Oh, nicht anfassen. Was? Wieso? Sieh genau hin. Es ist das einzig Wertvolle in dieser Höhle. Stimmt. Das ist wieder ein Test. Habgier. Ja. Oder ihr Gegenteil. Okay, also
Es müssen die Münzen sein. Hm. Sind wir uns da sicher? Naja, ziemlich. Ziemlich muss reichen. Okay, aber nur eine. Habgier, schon klar. Bitte sei keine Falle. Geil, gehen wir die Fackeln an. Ist das eine Karte? Erkennst du die Farm? Das ist Madagaskar. Ja. Da. Der Stern hier. Das ist Kings Bay. Ja, genau. Dieser Drecksack. Er will uns verarschen. Was redest du da? Avery. Er will uns verarschen. Das hier sollte der Ort sein. Also wo ist der verdammte Schatz? Hm? Ich meine Kings Bay. Toll. Und was dann? Der Nordpol? Das Weltall? Nathan. Wer würdig ist, den erwartet das Paradies. Er suchte Leute. Wer suchte? Avery suchte Leute. Er suchte Leute wofür? Ah, Scheiße. Sie, meine Herren, machen sehr viel Lärm. Waffen hinlegen. Langsam. Scheiße. Ich schulde Ihnen noch was von neulich. Aus dem Fenster werfen hat nicht gereicht. Rafe. Rafe, bitte komm. Ich bin auf dem Friedhof. Nadine, Sie waren hier. Ja, Sie stehen gerade vor mir. Was? Wo bist du? Komm zurück zur Kathedrale. Folg einfach den Löchern. Schon unterwegs. Und um Himmels Willen, erschieß sie noch nicht. Dann beeil dich mal lieber. Kings Bay. Ja, aber, wo in Kings Bay? Sie brauchen das Kreuz da, um das herauszufinden, aber es gibt nur zwei Menschen, die wissen, wie man es benutzt. Lassen Sie mich raten. Sie zwei. Tja, wenn Sie es Rafe überlassen, werden Sie lange warten müssen. Sorry, Jungs. Ich bin nicht zum Verhandeln hier. Bringt mir das Kruzifix. Es ist kein Kruzifix. Was? Naja, ein Kruzifix stellt das Kreuz dar, an dem... Wissen Sie was? Völlig egal. Nicht anfassen! Was ist der Plan? Ich arbeite doch gerade. Ich brauche keinen Plan, weil ich bin schon Waffe. Wir müssen oben rum raus. Was ist denn oben rum? Mit dem Regenlauf ist ab. Nathan! Achso, okay. Ich bin gleich tot.
Warte, warte. Los geht's. Oh. Du steckst in der. Oh. Das hättest du ja tun sollen. Ja, das war ein bisschen dumm, aber wir waren ja auf einmal alle da. Was soll ich denn da machen? Okay, er ist schon da. Auf keinen Fall. Da! Gut gemacht. Oh Mann, ey, das gibt's doch gar nicht, der Affe. Mein Bruder kann ihn zu kalt machen. Das war's für ihn. Okay. Alter, komm hoch da. Alter Schuss. Boah. Oh, du Affe. Mann, wir haben in ein Wespennest gestochen. Ja, gestochen, geschlagen. Ich tue mir mal den mit hier. Und los geht's. Hier längs. Ah, warte. Wichser! Okay, die AK ist auch nicht schlecht, aber die Schrumpeln sind viel geiler, ne? Munition für die Schrumpeln habe ich aber nicht hier noch, oder? Nehmen wir die AK und sammeln noch Munition ein. Ich hab einfach hingeworfen. Aber ich hab nicht noch einen Ding. Mist!
noch mehr da? Ah, da komm ich mit dir, okay. Brauchen wir schon Munition hier? Was hier? Dynamit, nimm mal mit. Munition für die AK! Alter, sind ganz schön viele unterwegs hier, muss man sagen. Munition. Oh Mist, Sam, Scharfschütze! Deckung! Sehr, oh, da, okay. Alter, nervt er. Auf das Gerüst! Erledige sie! Zeig das diesem Reaktion gehabt nochmal. Wir sind sicher. Scheiße, ich hätte auch ganz gerne mehr Munition gehabt. Kraft hier ist zum Wasser. Ja, lande mal. Irgendwie kommen wir zu dir. Ja, die Munition hier mit von denen. So, da hin. Da runter, okay. Immer weiter! Läuft das bei dir denn immer? Nein! Ja, schon irgendwie! Ja! Ja! Okay, von da. Ja, absolut! Ja. Keine Munition für die Scheiße, Kass! Achso, musst du erst nachladen. Fick doch nicht etwas von schönem Wetter! Ach, das ist die geilere Waffe, die ich hab. Einzelschuss. Einfach okay, weiter okay. Runter bis zum Wasser. Hier runter. Wir haben sie. Hier runter. Vergiss die Mann. Okay. Kommt kein Leute abschießen. Machen wir so. Wow! Mit dem Ding vorbei! Versuchen wir uns zu weilen hier. Uah.
Welchen Weg müssen wir? Ah, hier durch. Okay. Ah, da geht's runter. Ups! Aber ins Wasser vielleicht? Wow! Okay, ganz sicher. Verdammt knapp, was? Die haben mir mein Flugzeug zerschossen, Nate. Uns geht's gut, danke. Wie lange brauchen wir bis Madagaskar? Kein Schatz. Noch nicht. Ich weiß nicht, wovon du redest. Hier, wir sind reich. Herrje, immerhin ein Anfang. Und du glaubst, der Rest ist in Madagaskar? Da war eine Kammer mit einer großen Karte von Madagaskar auf dem Boden, also... Ja. Vermutlich ist er dort. Du suchst wohl die Stecknadel im Heuhaufen, Junge. Hör zu, der Schatz war niemals in Schottland, okay? Was sollte das dann alles, hm? Das Kreuz des Heiligen Dismas? Also, wie gesagt, ich glaube, Avery hat Leute rekrutiert. Das Kreuz war eine Einladung, die Höhlen waren bloß eine Art Initiation. Ach, dann haben wir alle bestanden, was? Glückwunsch, Victor, wir kriegen Augenklappen und Papageien. Ich kapier's nicht. Warum machen die sich so eine Mühe, nur um Leute auszusortieren? Um sich zu schützen. Avery war der meistgesuchte Mann der Welt zu dieser Zeit. Er brauchte Leute, denen er trauen konnte, um ihren Schatz geheim zu halten. Was meinst du mit ihrem Schatz? Überleg doch mal. Thomas Tu war seinerseits ein erfolgreicher Pirat. Welchen Nutzen hätte er von einer Kooperation mit Avery gehabt? Ich glaube, Avery hat die Kreuze nur an andere reiche Piraten wie er selbst verschickt. Was, wenn sie sich und all ihre Schätze zusammengetan hätten? Dagegen hätte der Gangis Hawaii-Schatz wie Kleingeld gewirkt. Genau. Heilige Scheiße. Okay, wohin in Madagaskar wollen wir denn genau? Kings Bay. Das war ein Piratenparadies zu Averys Zeit. Das kenne ich gut. Ziemlich großer Ort. Geht's etwas genauer? Naja, die Kartenkammer ist eingestürzt, also... Du weißt schon. Worüber lasst du denn? Die Leute, die die Höhlen überlebt haben, die Rekruten. Was wäre das Einzige, das sie mitgenommen hätten? Da ist ein Vulkan drauf. Und es gibt einen Vulkan bei Kings Bay. Was bedeutet, wir sollten uns beeilen. Cool. Und Sony macht ein bisschen Werbung für ein Sony-Spiel, klar. Hey. Hey, Nate. Hi, Süße. Hi. Ich habe versucht, dich zu erreichen. Bist du okay? Ja, klar doch. Was meinst du? Ach, bloß wegen all der Überschwemmungen. Vielleicht war das keine so gute Idee, während der Regenzeit nach Malaysia zu fahren. Ja, stimmt. Stimmt, ja, das hat uns ziemlich lahmgelegt, weißt du? Die Ausrüstung hat gelitten, aber keiner ist verletzt oder so. Naja, solange es euch gut geht. Also geht die Arbeit morgen los? Der Termin wurde verschoben. Sieht aus, als bräuchten wir noch 10 Tage oder so. Och, 10 Tage? Hey, wie wär's, wenn ich mir einfach ein Ticket besorge? Oh, weißt du, das musst du nicht tun. Ist schon gut, ich meine... Diese Typen sind gern übervorsichtig. Wir brauchen bestimmt gar nicht so lange. Okay, na dann. Bitte pass auf, dass dir nichts passiert. Mach ich. Mach ich immer. Hör mal, tut mir leid, ich muss aufhören. Jameson ruft nach mir. Okay. Ja, sie weiß doch, dass er lügt. Ich liebe dich. Gibt es schon keine Überschwemmung ich da? Dich auch. Ne? Und sie denkt sich, er macht Abenteuer ohne mich, der Bastard. Ja, auch ganz malerisch aus, oder? Knipsfoto. Was sagen die Satelliten, Victor? Im Moment überhaupt nichts. Ich habe keinen Empfang. Hey, wisst ihr, was immer Empfang hat? Papier.
Okay, diese Route hier müsste uns direkt zum Vulkan führen. Könnte aber holprig werden. Worauf warten wir dann? Okay. Auf geht's. Super, ich finde, das ist die beste Gelegenheit, genau hier einen Break und zu machen. Was suchen wir hier draußen? Die 12 Türme. Tja, die Karte zeigt viele Bauten um den Vulkan herum. Einige verlassene Außenposten, ein paar Wachtürme. Wachtürme? Avery war der meistgesuchte Mann der Welt. Wenn er hier also etwas versteckt hat, dann brauchte er Aussichtsposten. Und einer dieser Türme ist direkt auf dem Vulkan. Mit Averys Schatz. Hoffentlich. So, hier machen wir Pause. Viel Spaß. Quatsch, viel Spaß. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal und einen schönen Tag. Bis dann, tschüss.